Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde der Forest beim Voucher mit uns am Nebles. Schön, dass ihr wieder hier seid, meine Lieben. Wir machen es uns gleich hell. Ich will nur zwei, drei Kleinigkeiten anzeichnen. Da drüben habe ich schon mal angefangen. Man sieht es schon. Komm, wir laufen mal hin. Hast du nicht weh gemacht, oder? Nee. Pass auf, hier kommt ja dann die Wall hin. Von hier oben aus kämpfen wir. Und dann werde ich jetzt hier immer solche kleinen Dinge aufbauen. Das sind jetzt drei Brandfallen, ausgeleuchtet mit einer Lampe, dass ich dann später in der Nacht auch weiß, wo ich hinschießen muss. So, dass ich immer drei Stück von den Blattfallen aktivieren kann. Und da vorne Happy Birthday Trap, so dass sie ein ganz kleines bisschen auch, sag ich mal, dann nachher hängen bleiben hier in dieser Gasse, die ich da bilden werde. Und das machen wir jetzt wirklich hier in einem wunderschönen Abstand, so dass es nachher dicht auf dicht steht. Das heißt, wir gehen jetzt hier zum Beispiel rein. Ich schnapp mir als allererstes die Lampe. Wann ich sie direkt finde, in die falsche Richtung, bin ich los, in die falsche Richtung. Wir werden heute einen Ausflug machen, sobald es hell ist. Ich möchte da hinten in dieses Filmcrew-Camp. Ich erinnere mich da ganz dunkel dran, ungefähr hier muss das hin. Ich erinnere mich da ganz dunkel dran, da kriegen wir Loot. Oh, es wird hell. Brauchen wir gar nicht pennen. Nebles, du brauchst gar nicht schlafen heute. Ist das nicht der Hammer? Und da gucken wir mal, welchen Loot wir kriegen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen noch oft hin und her switchen, Sachen nachholen. Da gucken wir mal, was es gibt und dann weiß ich später auch, wo ich überall hin muss. So, die würde ich hier hin machen. Blätter kriegen wir über den Strang genug. Aber die sollte nachher nicht hier die andere berühren, weil, damit ich die nicht alle gleichzeitig abzünde, sondern immer nur nach Bedarf. Dann machen wir die mal hier hin. Ja, jetzt ist es nicht ganz so toll geworden. Es gibt jetzt nur eine Zweier hier. Das gibt jetzt nur eine Zweier, meine Lieben. Pass auf, die Happy Birthday Trap, die haue ich natürlich davor. Am besten so, dass sie richtig rumsitzt. Das wäre dann wiederum so, so mittig as usual. Und dann, hier lässt du mich tatsächlich. Gerade eben hat er doch gesagt, hier darfst du, aber das ist zu dicht am Feuer. Pass mal auf, nehmen das, mach die mal weg. Hol mal deine Axt und mach mal Stümpfle weg. Ah, herrlich, es wird hell. Guck mal gleich noch ein bisschen auf den See. Das sieht so schön aus morgens. Ja, kämpf, mein Freund, kämpf. Ja. So, das würde ich heute gerne machen, auf jeden Fall. Dass ich weiß, wo ich Loot kriege. Hey, komm her. Komm her, wir sind ja nicht bei der armen Leute heute. Im Spiel kannst du dich doch immer so ein bisschen auslassen. Das haben wir doch schon festgelegt. So, ganz leicht hier noch eine hin. Dann ist die Mitte ungefähr da. Und jetzt hoffe ich, dass ich da meine Falle hinbekomme. So, wir zeichnen noch zwei Stück von dieser Sorte ein, würde ich sagen. Und dann hauen wir ab. So. Wie weit habe ich denn die auseinandergesetzt? Eigentlich viel weiter, ne? Problem ist tatsächlich... Kann das sein, dass der sich merkt, wo hier ein Stumpf ist? Machen wir den auch noch weg. Komm, jetzt lass mich doch nicht hängen. Ich habe gerade angefangen, erst. Wenn nicht, muss ich die Brandfallen weiter vorsetzen. Ziel wäre halt, dass er die Happy Birthday Traps auslösen, wenn mal viele kommen. Gerade später, wenn wir das Fragment-Tool benutzen. Dass die das auslösen und dass sich hier eine Gasse bildet. Ne? Da habe ich so Bock drauf. So, noch einmal, Späßle. Man kann echt nur in alle Richtungen. Ne? Mir fällt es jedes Mal aufs Neue wieder auf. Hier ist doch super. Hier ist ein Platz, siehst du? So, und dann weiß ich später auch im Dunkeln, wenn die ausgelöst sind, wie auch immer. Hier zwischendrin weiß ich noch nicht, was wir machen. Vielleicht baue ich da Schwungfallen hin oder so irgendwas. Die Gasse anzünden und dann geht es denen nämlich mal fett an den Kragen. So, ich muss nochmal von hier gucken. Ich glaube, das zeichne ich besser an, wenn es dunkel ist, oder? Ja, das sehe ich doch besser. Wobei, hier könnten wir uns, glaube ich, noch eine erlauben. Ja, hier erlauben wir uns noch eine und dann ziehen wir los. Essen wir nochmal schön und dann geht's ab. Dub, dubi, duba, dub, dub, dai. So, Lämpchen in Ehren. Und ich habe die auch nicht so weit weggesetzt. Die baue ich gleich auf. Dann können wir nämlich wieder Schädel mitnehmen. Sehr geil. Und wir brauchen wieder... Dann haben wir es auch schön ausgeleuchtet gleich. Es passt halt alles ineinander, weißt du? So, die Falle machen wir hier hin. Dann brauche ich noch eine dritte, die dann weiter rüber snappen sollte. Wie habe ich denn die? Ist hier. Dann kann ich die leicht eindrehen. So. Immer drei Stück sollen sich miteinander entzünden. Dann brauche ich nämlich nicht immer alle neu auslegen und kann da ein bisschen agieren, weißt du? Dann kann ich verschiedene Parzellen losstarten. So. Und natürlich auch hier nach Möglichkeit eine Happy Birthday. Hä? Die heißen gar nicht mehr so, gell? Dornenwandfalle heißt die jetzt. Ich nenne sie Happy Birthday Trap, so habe ich es mir jetzt beigebracht, so bleibt's. So, Problem ist aber hier, Nemi. ESC, Axt raus, Feuerzeug weg. Muss man dir alles sagen nach so langer Zeit? Haben wir noch? Aber wir haben genug Zeug noch zu bauen, ne? Wir brauchen aktuell 220 Baumstämme, 450 Blätter, 154 haben wir. Ja, aber das geht ja, ne? Mit jedem Baumfällen kommen ja da welche dazu und so weiter. So, den Stümpfel muss ich wegmachen, sonst kriege ich meine Falle nicht hin. Rest baue ich dann komplett einmal außen rum. In der Nacht, ne, wenn es mal wieder dunkel ist, wir nichts zu tun haben und unsere Ruhe haben.
Komm, hau rein, Digga. Ich will noch ins Filmcamp heute. Danke. Ja, ist gut. So habe ich es dann auch nicht gemeint. So, das sind die drei. Bro. Saftiger Stumpf, oder? Guck mal. Haben wir hier einen Mammutbaum übersehen? Wahrscheinlich wegsprengt, ohne drauf zu gucken. Der älteste Baum im Spiel. Yeah, Nameless. Das gibt Schmackes. Das habe ich da gleich gesagt. So, pass auf. Hier können wir ja, wo wir wollen. Wir schmeißen es einfach an die Wall, ne? Da müssten aber noch zwei sein irgendwo. Ich baue die Fallen zum Schluss fertig, wenn ich nicht mehr hin muss. Weil, wenn ich das nämlich jetzt mache, haben wir ein Problem hier. Ich kenne mich, dann laufe ich nämlich 10.000 Mal selber rein. So, jetzt haben wir hier einen wunderschönen Platz für die nächste Trap. Und jetzt kann ich sie aussetzen, wie ich Bock habe, ne? Zack. So, meine Lieben, und das ziehe ich einmal außen rum. In der Nacht werden wir dann durch die Lichter auf jeden Fall sehen, wo wir stehen. So muss doch das sein. Die Front, sie wächst. Und da vorne noch so zwei, drei Poller ins Land geschmissen und da ist gut, oder? So. Ah, danke. Hast mich gerade dran erinnert, mein Freund. Ich möchte nämlich hier noch. Jetzt muss ich gucken, ob ich das nochmal hinkriege. Wir brauchen ja Vogelhäusle, ne? Ich setze einfach nur hier eine. Das war dann so, so. Die besteht auch nur aus einem. Das ist gut. Ich habe nicht mal einen Baum auf Vorrat. Komm, Leguan, ich brauche dich zwar nachher mal irgendwann zum Futter machen und so, aber schön. Freue ich mich jetzt schon. Ich liebe diese Skelettlampen. Ich kann es euch gar nicht sagen, wie mir die gefallen, ne? Hallo? Ist da jemand außer mir? So. Jetzt pass auf, die lasse ich gleich mal liegen. Die kommen an die Wall ran. Hier mein Matterpfahl. Sehr geile Geschichte. Halt, stopp, nicht alle verbrauchen. Ich brauche nur für Vogelhäuslein. Der Schmatterpfahl, der Schmatterpfahl. Sehr geil. SOS-Zeichen bauen wir dieses Mal, glaube ich, nicht. Das haben wir letztes Mal gebaut. Kam ja doch keiner. So. Vogelhäuschen Nummer 1. Vier Sticks, ein Stamm. Und glücklich. Und da baue ich jetzt noch ein paar dazu. Wann es geht. Ja, klar geht's. Hier, zack. Und war da noch ein Stamm irgendwo? Habe ich einen übersehen? Da müsste eigentlich noch einer liegen. Hier liegt noch einer. Da können wir dann immer wieder mal ein paar dazu machen, ne? So. Wie? Ich habe doch gerade eben einen Stamm gehabt. Hat der Zweig wollt? Oder Zwergwold? Ich hab's nicht mitgekriegt. Jetzt bleibe ich dran, ne? Zur Not wird's halt dunkel im Filmcrew-Camp. So. Das Schöne wäre jetzt natürlich, wenn es gleich schon fertig wäre mit dem Anzeichnen, ne? Aber ich verteile das so, Leute, dass wir immer ein bisschen unterwegs sind, sodass wir nicht zu viele Folgen hintereinander denselben Ablauf haben, ne? Jetzt habe ich natürlich Bock, dass wir gleich noch eins hinbauen. Je mehr Federn, desto eher. Oh, schade. Aber ist doch egal, das muss ja nicht akkurat sein. Guck mal, die ersten Federn tropfen hier schon rein. So, bup. Da haben wir auf jeden Fall ausgesorgt, sag ich jetzt mal. So als Vogelkundler. Ach, dich habe ich schon getötet. Wann habe ich das geschafft? Wann habe ich denn das geschafft? Das weiß ich gar nicht mehr. So eingesammelt wäre. Ich brauche ein paar Sticks, ne? Liegt hier nichts rum. Zack. Dann nochmal hier, zack. So, die reichen jetzt aber. Oh, Moment, Nemi. Ja, jetzt hast du sie kaputt gemacht, jetzt essen können. So, Leute, ich liebe meine Baustelle. Zack. Und das dritte Häusel ist fertig. Und jetzt zieht man natürlich gleich noch eins rein. Das ist auch nicht so. Das sieht ja so abgegranzt aus jetzt hier, ne? Das machen wir jetzt hier hin. So. Brauche ich noch ein Stick gleich. Hole ich mir. Dann haben wir das Thema auch erledigt. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Federn, um Pfeile herzustellen. Ah, ist es schön, wenn du morgens rauskommst und die ganzen Girlanden sind wieder nachgewachsen. Ja, Vögels. Oh, vielleicht baue ich noch einen zweiten Pfahl hin. So, meine Lieben. Dann haben wir die Geschichte erledigt, ne? Jetzt können wir uns gleich stärken und zum Camp. Ich schaue nur noch mal, dass ich hier die ganzen Stämme auch verwehrt, die ich da jetzt gefällt habe. Dass man nicht unnötigerweise. Ich hoffe, dass ich Dynamit bekomme, da wo wir jetzt hingehen. So, meine Lieben. Okay. Ist gut. Ich habe gerade gedacht, was ist denn das? Stolperfalle hier. Okay, jetzt machen wir einen Ausflug. Haben wir uns verdient, oder? Das lasse ich so lange stehen, bis wir hier wirklich fertig sind und den Boden reinziehen. Schau dir das an, wie es schon nach uns aussieht. Wie schon, seid ihr da? Habt ihr euch zugeschalten? Jo, läuft alles. Läuft alles. So, ich muss ein bisschen Gas geben, sonst ist es nämlich schon wieder dunkel. Den kannst du reinhängen. Heute Morgen gibt es mal einen Fisch, würde ich sagen. Ein Fischchen für den Amy. Ne, keine Dose. Heute trinkst du mal Wasser. Demnächst gucken wir auch mal ins Buch, wie es um uns steht eigentlich, ne?
Noch ein Salat dazu. Ich muss gleich niesen. Haltet euch schon mal vorsorglich fest. So, und das Filmcrew-Camp müsste da hinten sein, hinter diesem Stück Wald. Und zwar nach der Sprengstelle, da wo ich gerade reingefallen bin. Ne? Kurzer Moment, ich muss niesen. Entschuldigung. Oh, jetzt dreht auch noch das rechte Auge. Peringa. Ich fühle mich sauwohl jetzt. So muss es aussehen. Überall ganz viel zu tun. Dann fühle ich mich wohl. So, wo war denn die Sprengstelle? Da bist du gerade rein. Eigentlich nur Kerzen gerade hier durch. Wenn ich das noch richtig weiß. Ja, nimm mit. Nimm mit, was du findest. Da müsste sich das normalerweise auftun. Ich bin gespannt, ob ich das noch richtig in der Birne habe. Das Filmcrew-Camp, bei denen war ich noch nicht sehr oft. Da vorne ist, glaube ich, was, ne? Ja, hier. Hier ist es. Und da müssten wir normalerweise ein bisschen Loot kriegen. Ja, guck mal, richtig. Da hat es auch die gelben Kisten. Moderne Pfeile kann ich hier holen, geschwind. Sehr gut. Huch. Davon habe ich offensichtlich genug. Was mit dir? Hast du da einen Kacker gemacht? Der hat doch da hinten. Ne, es ist ein Loch drin. Sah kurz so aus. Ey, Leute, kann ich hier. War ich hier überhaupt schon mal? Ich erinnere mich gerade überhaupt nicht dran. Was liegt denn hier alles rum? Noch mehr Pfeile. Ist ja super. Da brauchen wir bloß kurz rüberlaufen. Dann haben wir. Alter, wie gut. Ich bräuchte allerdings einen Köcher, ne? Oh, sehr cool. Ich war hier noch nie, glaube ich. An dieser Stelle war ich noch nie looten. Ich erinnere mich null. Da liegt nämlich auch ein Topf, von dem ich nichts weiß. Pilze! Yay! Für ein bisschen Spaß im Wald. Guck dir das an, wie viele Pfeile das sind. Sehr, sehr cool. Wusste ich nicht. Was liegt denn hier? Ein Rucksack, habe ich jetzt gedacht. Guck mal, hier ist noch so ein Köfferle. Leute, ich kann nicht mehr Pfeile tragen. Wir haben jetzt einmal voll mit 30. Ich brauche einen Köcher, ne? Sollen wir den kurz. Den sollten wir uns heute auf die Fahne schreiben, dass wir den haben. Hallo? Hier, geile Geschichte. Alter, wie gut! Das ist ja sehr geil und das ist ums Eck rum. Das heißt, ich brauche eigentlich nur. Gut, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Jetzt bräuchte man den Kompass, ne? Das ist nämlich südlich von uns, die Geschichte hier. Alter, es ist super. Freue ich mich gerade tierisch drüber. Da sind noch mehr Koffer hier verstreut. Guck dir das an. Was kostet mich denn der Köcher, wenn ich den bauen will? Drei Hasenfell. Habe ich die zufällig? Rehfell? Rehfell. Ein Hasenfell. Alter, brauchen wir noch drei Hasenfelle? Da würde ich fast sagen, das nehmen wir uns heute als Ziel. Dann habe ich nämlich in Zukunft das Ding einmal komplett voll. Ah, guck mal, hier ist auch ein kleiner See. Ja, ist gut, die werden jetzt gleich kommen. Außerdem treibt es sich zurück, deine Front weiter aufbasteln, ne? Aber hier sind doch normalerweise bestimmt noch. Ne, ein Reh brauche ich jetzt keins. Ich baue mir jetzt auf jeden Fall den Köcher. Sobald ich einen Hase sehe, packe ich die Zwille aus. Die Zwille, die muss heute ausgepackt werden. Ich laufe mal hier noch ein bisschen rum. Ja, da könnte man jetzt nachher auch noch gleich in die eine Höhle runter. Mache ich ein paar Molotows, holen wir uns noch ein bisschen Alkohol raus. Und schon haben wir wieder alles am Mann. Wer hat denn das jetzt umgeschmissen gerade? Ich war es nicht. Haben die da echt einen tot gekriegt oder ist es einer von der Crew? Ist das einer von der Greve? Ich finde es geil, dass wir jetzt hier so viele Pfeile holen können immer. Super Geschichte. Reh, du brauchst keine Angst haben, ich suche Hasen. Bei uns in der Base waren doch Hasen, oder? Komm, jetzt zieh schon mal kurz rüber. Dann gehe ich nochmal die Pfeile holen, die restlichen. Aha! So natürlich nicht. Nicht mit uns. Nochmal Alkohol gefunden. Ach, herrlich. Ein Tennisball. Der Tennisball. Der Tennisball der Ehre. Hier ist es. Da müssten wir eigentlich jetzt da vorne wohnen, oder? Oder baue ich mir vielleicht eine Straße rüber, dass ich das in Zukunft schneller finde? Da ist er, Häsle. Oder ist das vielleicht ein kleines. Ah, du bist's. Ich habe dich mit einem Hase verwechselt, es tut mir leid. Ich hoffe, ich laufe in die richtige Richtung. Ich kann euch nicht 100%. Da vorne steht ein Totem. Ein Totem. Vielleicht sind die ja auch hier ums Eck rum irgendwo noch. Oben sind sie gerade laufen, glaube ich. Hier ist typischer Wald, oder?
Ich habe mich verlaufen. Ich krieg das hin, ich krieg das nicht hin, mir die Richtung zu merken, aber irgendwann stoßen wir auf unseren Sehen, das ist gut, oder? Zieh dir das rein. Ich glaube, ich muss mehr hier rüber ziehen, oder? Ich weiß nicht, wo ich da ist. Wieder so ein kleiner See. Ich glaube, dass ich komplett falsch bin gerade. Aber das gehört dann auch dazu. Ah ja, hier sind die Felsen der Hoffnung. Die Felsen der Hoffnung! Nee, das sind nicht die Felsen der Hoffnung. Aber guck mal. Ich dachte gerade über der Wasserfall. Ich bin verwirrt. So. Oh, was hast du denn jetzt an der Förster Jekle? Schöne Geschichte. Schade, dass ich ihn nicht kurz angucken kann hier im Singleplayer. So, schöner kleiner Bachsee, wie auch immer. Hau die auf, Digga. Nee, 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 das ist nicht das, wo ich sein wollte. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich nicht weit weg bin von da, wo ich hin wollte. Was haben wir denn jetzt hier? Habe ich echt hier angefangen? Ich habe einen Flieger wieder gefunden. Wann ist denn das letzte Mal passiert? Das habe ich ja schon ewig nicht mehr geschafft, dass ich das Rumpfteil wieder gefunden habe. Ich bin halt total durch gerade, ne? Da vorne kommt auch eine Lichtung. Irgendwann kommt so ein Punkt, wo du sagst, ah ja, jetzt weiß ich es wieder, danke. Hier ist doch ein wunderschöner See. Ist das unser See? Nee. Da vorne wohnen die. Leute, wo bin ich denn? Ich habe die Map noch nicht geholt. Ich hole die Map. Wir holen die Map die Tage. Alles unnötige Zeit hier, die da verstreicht. Sag mal, wo sind wir denn? Ist es gut, nach all den Jahren immer noch für mich alles neu? Entschuldigung, ich muss gerade so lachen jetzt. Weil ich echt gedacht habe, ich komme da mal geschwind. Gefunden habe ich es ja gleich, ne? Nur der Rückweg zeichnete sich etwas schwieriger ab als gewohnt. Ich nehme an, dass ich da vorne hochlaufe und dann sind wir da. Hallo? Vielleicht sehen wir ja auch noch einen kleinen Waschbär. Ich nehme schon mal die Fluppe in die Hand hier. Die Fluppe, die Flippe, die Zwille, die Fluppe. Falls ich Nase sehe. Ach, wunderschöner Waldweg hier, oder? Die Gegend ist schon toll. Sag mal, hier kommt mir alles so vor, als ob ich da noch nie gewesen wäre. Ist das krass. Ich laufe mal den Weg entlang. Ich schätze mal, dass wir da irgendwo im Sinkhole sind. Da war ein Hase, ne? Hätte ich eigentlich schnappen können. Meine Lieben, so ist das mit mir. Wo sind wir nun hier? Ich habe jetzt null Orientierung, aber wie sollst du da noch? Ich gucke jetzt mal kurz da oben rüber. Dann kann ich mich auch mal orientieren. Ist der Wahnsinn. Okay, hier ist das Sinkhole. Wow, bin ich hier außen rum gelaufen, oder? Da hinten müssen wir hin. Ja, dann laufen wir am Sinkhole entlang. Gehen wir noch ein bisschen spazieren zusammen. Hat sich ja gelohnt. Hat sich ja gelohnt. Wir haben komplett nur moderne Pfeile. Das heißt, wir werden sehr viel Spaß haben mit dem nächsten Besuch, den sie uns abstatten. So, oh, hier ist ein Stickparadies. Stick me back, di di dim dim, stick me back. Wir sind am Sinkhole. Shada-da. Kennst du den Moment, wenn du dich nicht rumdrehst? Virginia, da vorne haben wir die Kollegen. Ich laufe mal ein paar Meter langsamer. Die Patrouille ist gerade rechts rumgezogen. Und die Virginia, die ist da spazieren. Die hat das gleiche gedacht wie wir, ne? Aber ich nehme nicht an, dass sie uns jetzt komplett heimverfolgt, oder? Zur Not hätte man einen zweiten Kopf. So, ich will eigentlich die Hasen. Und wir brauchen wieder was fürs Ding, ne? Für unseren Ständerle. Für unseren Essensständer. Um es dazu zu sagen einfach. Nee, die haben wir abgelenkt. Die ja mal abgehängt, so rum. Da war doch gerade Häsle. Ich möchte gerne den Köcher bauen, dass ich auch die Pfeile das nächste Mal alle einsammeln kann, ne? Ah, schöne weite Fläche hier. Da vorne ist er, hier. Siehst du? Hat sich als Stein verkleidet, der Sack. Bei uns oben waren auch ganz viele. Zwei Fälle brauche ich, ist ja nicht mehr so viel. Sieht man eigentlich von hier schon was, von unserem Dings, was ich da aufbaue? So minimal. Das reicht aber. Man muss es noch nicht so sehen. Da kommt noch richtig was Geiles hin. So, dann ist auch die Stimmung jetzt vom Licht her gut. Dann können wir noch ein bisschen anzeichnen. Vielleicht bauen wir auch schon mal die ersten Fallen auf.
Schaden kann es ja nicht. Und immer zwischendrin der Häsle geschnappt und dann passt es normalerweise. So, machen wir langsam hier. Die sind nämlich normalerweise da irgendwo. Hallo? Nicht einer mehr, gell? Hier hängt der schrumpelige Kopf und stinkt die Bude voll. Das freut mich schon mal, unser kleiner Pfahl hier. Unser Totem der Federn. Bäm, 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 bäm. Wir werden auf jeden Fall keinen Federmangel mehr haben. Was sehr gut ist, haben wir schon 30 Stück, siehste. Okay, ich glaube, wir sind uns einig. Hasen kommen später. Ich baue mal die erste Trap auf. Na? Was brauchst du denn alles? Ja, die sind gar nicht so billig. Seile. Ist alles da. Zwei Sticks und vier Dinger. Komm, wir bauen mal die erste auf. Kann ja schon mal einer reinrennen. Dann haben wir geschenkte Mutanten. Sehr schön. Ja, komm, bauen wir noch ein paar Minuten. Haben wir einen kleinen Ausflug gemacht. Nächstes Mal finde ich auch wahrscheinlich schneller zurück oder ich baue uns wirklich eine Straße rüber. Kann schon sein, dass das für mich sinnvoll ist. Ich müsste allerdings dann auch die Straße anzeichnen, wenn ich genau weiß, was ich tue. Zwei. Moment. Ja, mach ruhig fertig. Ein Stick noch. Und einer. Zwei. Stahlämme. So, jetzt geht es nur noch um den Stick. Diese Beeren essen wir nicht. Normalerweise, jetzt habe ich einen. So, dann haben wir schon mal die erste Falle aufgestellt. Brandfall mache ich zum Schluss. Die mache ich zum Schluss. Die steht an jedem Licht eine Falle. Die sind hoffentlich so weit untereinander. Ja, hier ist eine Unterbrechung irgendwo drin gewesen, oder? 1, 2, 3. Ja, die ist normalerweise nicht zusammen. Ich hoffe, dass das hinhaut, ne? Machen wir die nächste, dann machen wir die nächste. Und jetzt würde ich sagen, wir zeichnen uns nochmal eine an. Licht. Licht. So, vom Abstand her, gefühlt wäre die nächste hier. Und da ist aber das Tor. Aber ist egal. Ich baue die hier hin. Sticks. Und noch mehr Sticks. Irgendwie. Hast du schon mal gemerkt, hier liegt eigentlich alles voll mit dem Zeug, ne? So, den kann ich wieder fällen. Der kriegt dann wieder die Wall ein bisschen was ab. Schade, dass man sie hier nur nicht abnehmen kann. So, meine Lieben. Wir kommen vorwärts, würde ich sagen, ne? War da jetzt Dynamit eigentlich dabei? Hat es jemand mitgekriegt? Ich muss mal reingucken. Kein Dynamit. Also Dynamit müssen wir uns tatsächlich noch einen Spot suchen, der näher ist als die große City. Da gibt es bestimmt genug, ne? Ich weiß nur mal wieder nicht wo. So, machen wir hier zu. Okay, hier ist die Lampe. Dann würde ich tatsächlich sagen, kommt die erste Brandfalle hier hin. Ich drehe sie leicht ein. Kurz mal vom Tor weg, ja, passt. Ich kann die genau drunter setzen, ne? Und die Happy Birthday Trap kommt davor. Sehr geil. Du musst sie nur einmal rumdrehen und ein Stückle weiter vorsetzen. So, dann ist das auch erledigt. Die Lücken schließen wir ja mit anderen Fallen, haben wir gesagt. Wobei die Lücke ziemlich groß ist, gell? Hier ist eine große Lücke. Da könntest du eigentlich, wenn wir es dicht machen wollen, noch eine reinbasteln. Kostet ja nichts. Ja, könnte ich hier auch noch eine. Aber die sitzt falsch rum. Die sitzt falsch rum, mein Freund. Wieso habe ich die falsch rumgemacht? Weil ich ständig mit einem Ohr im Wald bin. Ja, die sitzt so rum richtig, oder? Das Trittbrett ist vorne. Leicht einschrägen. Ja, Stückle kannst du zurückziehen. Jetzt sitzt sie. Ich muss mal gucken, ob jetzt die anderen alle richtig sitzen. Ja, die sitzen alle richtig. Sehr geil. So, ich komme dann später durchs Tor hier durch. Mal Feuerzeug raus. Dann würde ich die nächste rechts davon hinsetzen, dass es einigermaßen symmetrisch ist. Ungefähr hier. Geht jetzt natürlich gerade nicht wegen dem Baum hier. Dann kommt er weg. Dann kommt er weg, der gute Stückerbaum. Dich braucht hier keiner. Dich braucht hier keiner. Oh Gott, Leute, da haben wir echt wieder angezeichnet. Herrlich. Aber anders kann ich es nicht machen, sonst fühle ich mich nicht wohl, ne?
Der kommt jetzt auch mal weg. Der wächst ja dann hoffentlich nach. Das sind auch nur Sticks, gell? Ja, sammle ich die mal ein. Sehr geil. So, noch einmal. Ich komme aus dem Tor raus. Das haben wir übrigens sehr schön gemacht. Und ich muss uns einen Wagen nachbauen. Wir haben hier noch keinen Wagen. So, die Trittfläche ist hier vorne. Das stimmt. Und ungefähr hier hätte ich dich gerne hin. Passt. Davor dann die Lampe. Wo waren die nochmal? Hier. Ungefähr die Lampe hier. Nee, die war zu weit. Die muss ein Stück zurück. Ja, ungefähr hier. Und die Brandfalle dreifach. Boah, ich liebe das. Und vor allem, wenn das dann nachher noch funzt, wird's gut. So, und die werden wir hier leicht anschrägen in unsere Richtung so. Und ich ist gerade so ruhig. Ich ein bisschen beängstigend, wenn das so ruhig ist hier. So, die lassen wir hier so rüberlappen. So. Okay, aber die hätte ich auch noch davor lappen können. Die sitzt dichter dran wie die hier, ne? Das heißt, ich kann die nochmal wegmachen eben. Die nächsten Brandfallen setze ich dann entsprechend besser hin. So, Leute. Kurzer Moment. Ein Stück weiter davor. Ja, ist schon okay. Bau sie jetzt so auf. Keine Schädel mehr. Wird es Zeit, dass wir Besuch kriegen. Und so. Oh komm, wenn wir schon dabei sind. Der kommt weg. Machen wir noch eine Runde, oder? Ich gucke jetzt mal, dass ich vor der nächsten Folge Dynamit besorge, dass wir so ein ganz kleines bisschen hier auch vorwärts kommen. So, den würde ich gerne wegmachen. Ja, hau rein. Wie alt, weiß er, hebt's ja nur mit einer Hand. Da kennt er ja nichts. Sehr gut, hast du gut gemacht. So, pass auf, die nächste Happy Birthday Trap. Da lassen wir wieder ein bisschen Abstand. So. Ungefähr hier. Die Lampe davor. Ungefähr hier. Und eine Dreierbrand. Das Schöne ist halt, dass wir sie ganz gezielt dann angehen können. Das heißt, ich schieße eine Brandfalle ab, renne nicht alle gleich ab, ne? Das war das Wichtige an dem Punkt. So, die da darf allerdings nachher nicht die da berühren. Hallo? Geht der Busch weg? Ja. Ja, da ist noch viel Spielraum. Hier kommt noch eine hin. So, leicht eindrehen, dass wir die Schräge hier von der Wall mitnehmen. So, jetzt müssen wir das ganze Ding noch irgendwann... Oh, ist aber schon wieder eine Riesending, sehe ich gerade. Weiß ich, muss sie ja auch irgendwann fertig bauen. Jetzt ziehe ich den ganzen Rahmen mal hier eine ganz kleines wenig enger. Hier würde ich sie gerne hinsetzen. Da geht sie nicht hin. Wahrscheinlich wegen dem da wieder, ne? So, Leute. Ja, jetzt müssen wir es halt irgendwann fertig bauen. Es sind jetzt ein Haufen Materialien erstmal. Das erschrickt kurz. Aber eine Folge und ein bisschen Offscreen dazu geschafft, dann passt das normalerweise. Ich muss nur Dynamit holen, sonst fälle ich mir hier nämlich einen Wolf, ne? So, ah ne, die wäre eigentlich schon prädestiniert gewesen, wenn ich die hier hingesetzt hätte. Hier so. Aber ich drehe sie mal so hin, wie ich sie brauche. Hier hätte ich sie gerne hingehabt. Den machen wir auch noch weg. Dann kriege ich sie reingepasst. Boah, ich freue mich, wenn das steht. Ja, deine Stärke wächst. Wir gucken nachher mal. Ne, morgen gucken wir mal ins Buch. Bis morgen sollten wir einigermaßen gute Werte haben. Ich glaube, der Stein da vorne stört. Aber den kann ich leider nicht wegmachen. Aha. Und jetzt so möglichst nah wie möglich. Oh, du hast sie falsch umgebaut. Du musst die so setzen. Ich muss sie nochmal überprüfen, bevor ich sie dann baue. Ne? Stück zurück. Die stimmt. Die ist falsch rum. Ich habe das irgendwie im Gefühl gehabt. Die ist falsch rum. Die muss mit dem Trittbrett nach vorne. Sonst passiert nämlich da gar nichts. So, die stimmt wieder. Die stimmt. Die stimmt. Sehr schön. Ne? Wir müssen jetzt ja gucken, dass wir die nächste Patrouille irgendwie mal abfangen. Dass wir wieder ein paar Dinger kriegen. Schädels. So.
War da gerade einer? Sah gerade aus, als ob da einer durchgelaufen wäre. Ich meine, wir kriegen es mit, wenn sie da sind, ne? So, meine Freunde, hier eins hin. Dann haben wir hier, die darf allerdings da nicht reinsnappen. Und da habe ich schon ein Problem. Guck mal. Wo ist denn der Ausläufer hier von dem Ding? Hier. Ja, dann mache ich sie halt nur in die Richtung. Ist halt nur eine Zweier. So. Ein bisschen rüber. Hier irritiert mich irgendwas. Ah, die muss ich beim nächsten Mal weiter auseinanderziehen dann. Käme eigentlich hier schon die nächste Falle hin, ne? So, pass mal auf. Ich guck mal, ob es hier schon einpassen kann. Harztöpfle könnten wir uns auch eigentlich auch aufsetzen. Schön. Noch ein Stück. Stück. Doch, da gab es einen Punkt hier. Den machen wir wieder weg. Gehört halt auch dazu, aber dafür haben wir nachher umso mehr Spaß, ne? So, jetzt muss ich ihn erstmal trinken und essen lassen. Der ist ja am Ende, der Bub. Digga, ich zeichne nur noch die Lampe ein, dann kriegst du was. Jetzt kommen sie und ich kann nicht wegrennen. Stückle zurück. So weit wie möglich aufgebaut. Brandfalle. Ja. Brandfalle 2. Nach Möglichkeit darf ich mal wieder eine rüberziehen. Ah, die ist da oben. Ja, das ist doch gut. Das ist doch gut. Da wieder hin. Dann haben wir noch zwei Stück und dann passt's. So, jetzt gehen wir essen. Lass mich das mal von oben angucken. Das liebe ich ja, ne? So, aber materialtechnisch, ich meine, Baumharz geht für die Lampen. Wir brauchen 4 Schädel, dann sind alle Lampen fertig. Das ist gut. Moment mal. Wir brauchen sehr viele Blätter, aber das weiß ich aus Erfahrung, die kriegen wir locker zusammen. Hängen den Leguan da rein, den essen wir. Sehr geil. Und noch einen Schluck Wasser. So, meine Lieben, damit ist für heute erledigt. So sieht es aktuell aus. Wir sind bald hier vorne, das heißt, da noch 2 Fallen hin, 2 Lampen. Dann haben wir hier einmal das Ding ringsrum gezogen. Dann heißt es für uns Dynamit holen, das besorge ich. Dann machen wir jetzt noch eine Runde Dynamit. Und dann gehen wir wieder on Tour, holen uns wieder Zeugs ran, ne? Vielleicht holen wir die Motorsäge und gehen nochmal in der City Zeugs looten. Sehr, sehr geil. Wie viele Baumstämme brauchen wir? 230. Ja, mit 2x Dynamitkohl ist das erledigt. So, ich speichere hier ab. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit reinschaut. Zu unserem kleinen... Oh, die Wildgänse kommen gerade. Schade, dass es dunkel ist. Ja, das wird schon geil. Ich muss nur dran denken, eine Falle haben wir schon aufgebaut, ne? Kann ich die eigentlich durchs Fenster hier sehen? Machen wir Feuerzeug weg. Ja, das passt schon. Oh, da freue ich mich, wenn das steht. Dann können wir komplett einmal ringsrum laufen. Dann bauen wir uns ein paar Knochenbehälter unten rein, die wir geschwind gefüllt kriegen immer. Alles klar. So, meine Lieben, wir sehen uns morgen wieder zur gewohnten Uhrzeit. Ich freue mich auf euch. Bis dann.